Guten Morgen! Jeder weiß, dass der übermäßige Fettkonsum ungesund ist. Egal, ob es sich dabei um Kokosöl oder um Schweineschmalz handelt. Schweineschmalz ist natürlich noch etwas ungesünder. Beides ist im Übermaß aber gesundheitsschädlich. Aber die meisten beziehen das auf ihr Körpergewicht und den damit verbundenen Korrelationen zu Krankheiten. Aber man kann auch mit einer kohlenhydratreichen oder mit einer proteinreichen Kost fett werden und entsprechend krank. Ich selber bin der lebende Beweis dafür. Ich habe schon jede Makronährstoffverteilungskombination hinter mir und eine reine Umverteilung der Makronährstoffe führt nicht zu einer Gewichtsabnahme. Ja, ich weiß, tausende Bücher und auch tausende YouTube-Kanäle nun wollen euch das anders weiß machen, aber in den meisten Fällen wollen sie einfach mit einfachen Aussagen, nicht recherchiert oder nur partiell recherchiert, einfach nur Geld machen mit den Hoffnungen der Menschen. Ne? Ich habe 165 Kilo gewogen, habe über 20 Jahre abgenommen. Ich glaube, ich habe da einiges an Erfahrung. Der Schlüssel zum Abnehmen liegt eben definitiv nicht nur in der Makronährstoffverteilung, auch wenn man diese vorteilhaft gestalten kann. Aber Abnehmen ist eigentlich gar nicht das Thema heute, aber es ist halt ein Thema, was mich beschäftigt und deswegen, ich poste euch ein Video oben, irgendeins von meinen vielen, die ich jetzt zu dem Thema Abnehmen gemacht habe, was ja, ein guter Tipp sein könnte. So, heute geht es um den übermäßigen Fettkonsum und warum der ungesund ist und auch wie Fettsäuren Krebs begünstigen können. Zahlreiche epidemiologische Studien haben gezeigt, dass fettleibige Menschen häufiger an Kolorektalkarzinom und mindestens 9 weiteren Krebsformen erkranken als Normalleibige. Die Frage war aber, ob das Krebsrisiko auf dem Übergewicht als solches beruht oder auf ganz bestimmte Teile der Ernährung bzw. dann des Körpers. Und hier eben dann die Fettsäuren. Wie schon erwähnt, bisher waren einzig und allein die Korrelation zu Krankheiten immer das Argument gegen Übergewicht. Aber eine exakte Kausalität hat man bisher nicht gefunden. Aber seit dem 3. März diesen Jahres scheint man nun eine konkrete Erklärung dafür gefunden zu haben, wie genau Fettsäuren das Auslösen und das Wachstum von Krebs begünstigen können. In einer Studie, die im Nature veröffentlicht wurde, den Link gibt es unten in der Infobox, wurde sowohl in vitro als auch in vivo bei Tieren folgender Zusammenhang aufgezeigt. Als erstes muss man jedoch wissen, dass die Ursprungszellen des Kolorektalkarzinoms die Stammzellen sind, die sich auf dem Grund der Darmkrypten befinden. Das ist ganz wichtig fürs laufende Verständnis jetzt. Also das nur mal im Hinterkopf behalten. Wenn man nun übermäßig Fett konsumiert, werden im Darm eben dann ja, diese Stamm- und andere Vorläuferzellen der Schleimhaut aktiviert. Sie bilden dort zusammen mit den Panetzellen, die für die lokale Immunabwehr verantwortlich sind, eine kleine autarke Einheit, aus der sich dann selbstständig die Darmschleimhaut erneuert. Unter dem Einfluss der Panetzellen kommt es dann ja, zur Bildung von Vorläuferzellen, aus denen sich dann die ganz normalen Darmepithelien entwickeln. Diese Epithelien werden dann durch Zellteilung ja, quasi, soll ich sagen, die Darmkrypten hinaufgeschoben und erneuern die Schleimhaut immer wieder. So weit, so gut, ist eigentlich gar nicht so wichtig. Diese Zellen agieren dann aber zunehmend unabhängig von den umgebenden Panetzellen. So, und denn normalerweise werden in den Zellkulturen Stammzellen und Panetzellen gemeinsam benötigt, um ja, diese kleinen Organoide, nenne ich sie mal, wie jetzt zum Beispiel die Darmepithelien, zu bilden. Die Stammzellen, die die Forscher allerdings untersucht haben, nachdem sie in vitro und in vivo vermehrt Fettsäuren zugeführt haben, bilden jedoch auch ohne Panetzellen Organoide. Diese Unabhängigkeit des Wachstums und der Transformation der Stammzellen, ja, glaube ich, ist für jeden deutlich, ist ein ganz klarer Indikator dafür, ja, für ein Auslösen oder zumindest, sage ich mal, eine Begünstigung des Krebswachstums. Die Forscher konnten auch die zellulären Mechanismen, die diesen Zusammenhängen zugrunde liegen, auch schon entschlüsseln. Die zugeführten Fettsäuren, die führen im Zellkern zur Aktivierung von PPAR. Das bedeutet Peroxisome Proliferator, ich muss gucken, Activated Receptor. Und das sind Rezeptoren, die auf ein Signal hin die Aktivität verschiedener Gene verändern. Also genetisch wirksam sind und wie wir ja alle wissen, steht Krebs im engen Zusammenhang mit der Mutation von Genen. Bei einer Stimulierung von diesen PPA-Rezeptoren stellen die Zellen die Energieproduktion auf die Verwendung von Fettsäuren um, was prinzipiell ja auch Sinn macht, da diese Ressource, wenn im Überfluss zugeführt, ja ausreichend vorhanden ist. Allerdings
fördert die Stimulierung von PPAR-Delta auch die Fähigkeit der Stammzellen und der Vorläuferzellen, sich in eigenständige Organoide zu verwandeln. Und das ist das Problem. Und ja, das kann ein Meilenstein in der Krebsforschung sein. Die Untersuchungen müssen natürlich noch bestätigt werden und ja, auch natürlich auf den Menschen übertragen werden. Auch ist eine fetthaltige Ernährung sicher nicht die einzige Ursache für das Krebswachstum oder das Auslösen des Krebs. Aber wenn die fetthaltige Ernährung den Pool der Stammzellen vergrößert und die Fähigkeit zur Bildung von Organoiden erleichtert, dann erklärt das auch die ganz starke Korrelation zwischen Adipositas und Darmkrebs. Ja, in allen Studien, die man quasi sehen kann. Das ist ja das, warum man weiß, dass Fett, also fettreich Essen, ein Problem ist für Krebs. Man weiß eben bisher nur nicht warum. Seit dem 3. März hat man zumindest eine Idee. Was bedeutet das für uns? Ja, generell, und da hatte ich ja schon am Anfang des Videos darauf verwiesen, habe ich schon ja wirklich reichhaltige Erfahrung mit den verschiedenen Makronährstoffkombinationen gemacht und ja, kann zweifelsfrei feststellen, dass Fett von vorne bis hinten nie förderlich war. Viele Menschen argumentieren ja immer mit, ja, aber Fettsäuren sind wichtig, vor allem die Omega-3 Fettsäuren. Ja, das sind sie. Aber für gesunde Menschen reichen bereits 0,3 Gramm Omega-3 Fettsäuren aus, um ihren Tagesbedarf zu decken. Auch das Argument, dass es fettlösliche Vitamine gibt und ja, man deshalb seinen Salat in Olivenöl ertränken muss, das ist Schwachsinn. Die benötigten Fette sind im Gemüse bereits selber enthalten, du brauchst kein zugesetztes Öl. Solche Menschen sind typische Marketingopfer, denn das Marketing sagt, einige Vitamine benötigen Fett, um im Körper verwertbar zu werden. Korrekt. Und im selben Slogan sagen sie dann, unser Öl hat total hochwertige Fettsäuren. Sie sagen nicht, du brauchst das Öl, um dass die Vitamine verwertet werden können. Denn das wäre schlichtweg falsch und dann könnte man sie ja verklagen. Aber das ist Marketing. Es gibt Vitamine, die Fett brauchen, um verwertet zu werden. Ne? Wir bieten ein Öl und einfach den Fakt nicht erwähnen, dass das Gemüse bereits genug Fettsäuren hat, um diese fettlöslichen Vitamine für den Körper verwertbar zu machen. Ne? Und unser Gehirn bringt es dann zusammen. Ne? Ich habe ja nun auch im Rahmen der Rohkosternährung und der Auswertung der täglichen Nährstoffzufuhr die Erfahrung gemacht, dass weder Öl noch sonstige zugeführte Fettigkeit außerhalb von natürlichen Obst, Gemüse und Samen und Nüsse, dass das notwendig ist. Und dann wird da nämlich auch ein Schuh draus. Ne? Denn nur was von der Natur für uns designt wurde an Nahrung, das ist auch gesunde Nahrung und entsprechend ist jede ja, Fettigkeit wie eben auch Kokosöl oder auch Olivenöl, so sehr man sicher induktiv spezielle Dinge findet, wo das entsprechende Marketing diese Öle gerechtfertigt auch pushen kann, aber es ist einfach nicht natürlich und unterstützt potenziell ja, eine Entartung des Körpers und damit unterstützt natürlich auch Krebs. Was ich bisher intuitiv angenommen habe, hat nun sogar ein wissenschaftliches Fundament. Ich sage aber auch dazu, ich nutze selber auch etwas Olivenöl für den Salat und ärgere mich auch über diese Zusammenhänge und stelle mich jetzt nicht hier hin als karger, genussbefreiter Rohköstler, als Asket und freue mich über diese Informationen, so Schadenfreude. Nein, aber hier geht es nicht um meine Wünsche und meine Befindlichkeiten, ne? Sondern es geht darum, dass ich informiere, was in der Wissenschaft aktuell derzeit abgeht, neutral und ja, was der Stand der Dinge ist. Also, kann meine Empfehlung an alle Menschen und auch an mich selber nur lauten, kompletter Verzicht auf Öle, Margarine, auf alle verarbeiteten fetthaltigen Produkte. Ich hoffe, ich konnte diejenigen unter Euch, die auch an der schmerzhaften Wahrheit interessiert sind, über den aktuellen Stand der Wissenschaft aufklären und ja, alle anderen wenigstens dazu animieren, zum einen genau zu schauen, was die Marketingbotschaften denn immer so eigentlich wirklich genau sagen und was man selber vielleicht dazu dichtet und zum anderen ja, nicht irgendwelchen Büchern oder YouTubern oder selbsternannten Ernährungsexperten zu glauben, sondern sich selber zu informieren. Und wenn ihr mal ganz tief in Euch reinhört und Euren Körper fragt, was die natürlichste und damit optimalste Nahrung für ihn ist, dann wird er Euch zwei Worte sagen. Roh und unverarbeitet. Mein Umstieg auf die Rohkost könnt ihr in der Playlist zum Thema nachvollziehen und ja, wenn ihr noch nicht einmal vegan seid, dann empfehle ich Euch natürlich umzustellen, aber vielleicht als Motivation mein veganes Tagebuch, wie ich umgestellt habe, von Tag 1 an, das findet ihr auch hier, gestern noch ein Kilometer und nächster Tag schon vegan, also es ist möglich und ich habe auch noch viele andere Videos zum Thema vegane Umstellung, surft einfach ein bisschen auf meinem Kanal, ich wünsche Euch weiterhin eine tolle Woche, macht's gut, Euer Christian, tschüss.